Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Mastercard. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch mehr Infos. Also Mastercard ist ein Zahlungsdienstleister und dabei vor allem Herausgeber von Kreditkarten. Die Firma zählt hier neben Visa und American Express zu den bekanntesten Anbietern. Gegründet wurde Mastercard im Jahr 1966. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also, die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 300 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das trifft zu und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 0,06 auf 1,6 US-Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung und daher vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Und in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 63% Wert verloren und das ist im Vergleich zu anderen Aktien nicht sonderlich gut und daher gebe ich hier einen Minuspunkt. Und das Ganze schauen wir uns auch nochmal hier im langfristigen Kursverlauf an. Und hier seht ihr ungefähr, hier in diesem Zeitraum war die Finanzkrise. Da hat die Aktie, wie gesagt, ca. 63% Wert verloren. Allerdings in den Jahren danach ging es auch wieder schön nach oben mit der Aktie im Großen und Ganzen. Und die Aktie hat auch kürzlich erst wieder ein neues Allzeithoch erreicht, und zwar im April 2021. Und damit zum nächsten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und da haben wir eben schon gesehen, dass die Aktie wirklich in den letzten Jahren wirklich stark performt hat und nach aktuellem Stand hat die Aktie in den letzten 10 Jahren genau genommen 1269% zugelegt, also wirklich eine verdammt gute Kursperformance und das gibt natürlich von mir ebenfalls einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 39%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 61% und das ist in meinen Augen wirklich ein sehr guter Wert. Und daher gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Und hier gab es im Jahr 2019 noch einen Gewinn je Aktie von 7,94 $. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr aufgrund der Krise zurückgegangen auf 6,37 $ je Aktie. Allerdings für die Zukunft schaut sie wieder ganz gut aus, denn momentan prognostizieren die Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,85 $ für das Geschäftsjahr 2021. Also schaut sie hier für die Zukunft wirklich gut aus und daher gibt es hier von mir nochmal einen vollen Punkt. Und damit zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 47 und damit deutlich über der 30er Marke und daher gibt es hier von mir 0 Punkte. So, damit zum Gesamtergebnis und hier holt Mastercard in meinem Sicherheitscheck insgesamt 4 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheckrampe landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. Und bei meinem letzten Check der Mastercard-Aktie, da hat der Wert 3 Punkte geholt von damals 6 maximal möglichen Punkten. Und das war vor circa einem Jahr, wo ich die Aktie zuletzt analysiert habe. So, dann jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck. Und hier landet Mastercard momentan mit den 4 erreichten Punkten auf dem 7. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens auf meiner Website abrufen. Und den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, zum Abschluss analysiere ich jetzt noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie in einer schwarzen Linie. Und zwar von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Also Mitte Juni 2021 und dann haben wir noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass momentan der Kurs deutlich oberhalb der
gestrichelte Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann sind wir auch wieder am Ende angelangt und hier noch der obligatorische Hinweis: Mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.